haben wir uns eigentlich letztes Mal hinteleportiert, dass wir gleich runtergefallen sind? Das war doch hier, oder? Wir kamen rein, sind da den Schlangengang lang. Ne, da ist eine offene Tür, da sind wir durchgegangen. Wo zum Kuckuck haben wir uns teleportiert? Oder kamen wir durch die Tür nicht durch? Das ist jetzt komisch, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Na gut, gucken wir einfach mal, was hier hinter ist. Bestimmt Zwerge. Ne. Ah, nochmal Glück gehabt, denn sie sind echt... Autsch, das war eine Speerfalle. Aber ja, die Zwerge sind echt zäh, wie sich das für Zwerge gehört. So, da kommen wir jetzt wieder auf den Gang, wo wir komischerweise nicht weiter aufgedeckt haben. Also wird da irgendwo eine Falle nach unten sein. Gut, hilft nichts. Wir müssen uns einfach genau merken, wo wir dieses Mal lang gehen, damit es nicht ein drittes Mal passiert. So, gucken wir erstmal den unteren Gang lang. Ein Zwerg. Ah, okay. Du da drauf. Du hast keine Astralenergie, du gehst dahin. Und die Elfen positionieren sich drumherum. Also du mal dahin. Abwarten. Gwendolyn, du stehst da hinten irgendwo, schmiere. Du machst einen Schritt zur Seite. So. Sobald jetzt Yalin einmal geschossen hat, können wir immer wieder schön alte Optionen drücken. Dann müsste der auch recht schnell runtergeprügelt werden. Na, du solltest da auch noch weggehen. Genau, schon besser. So. Jetzt immer schön Pfeil oben, Enter, Pfeil oben, Enter. Der andere Computerkampf. Der Computerkampf, wo nicht so viel kaputt gehen kann. Oder neu eingestellt werden muss, oder ja, Wege blockiert, oder was da noch alles schief gehen kann. So, ich schätze mal, der hat jetzt schon so 30 Trefferpunkte eingesteckt und er flieht. Na gut, das wollen wir nicht. 6 Abenteuerpunkte nehmen wir mit. Gehen wir erstmal links vorsichtig an der Wand lang. Oh, ein längerer Raum nach unten. Okay. Oh, 2 Zwerge. Es werden mehr. So, du auf den. Wir machen einfach genau das gleiche wie vorhin. Den unteren Zwerg ignorieren wir erstmal. Den kann Gwendolyn beschäftigen. Du. Geh mal dahin. Du lauf dem entgegen. Du. Dahin, Schussposition, Ruf da. Oh, ganz schön flott für ein Zwerg. Aber ja, sollte man nicht so übereifrig sein. Die sind zwar kleiner, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie langsam sind. Oh, sehr schöner Treffer. So, du abfahren. Du. Ja, versuch mal, ihm Schaden zu machen. Ich glaube, dabei wird es auch bleiben, bei dem Versuch. Die Jungs und Mädels hier oben müssen einfach nur einen Zacken zulegen, damit wir dann nicht zu viel auf den Deckel bekommt. So. Kreisch. Das ging schneller als erwartet. Oh, es könnte sein, dass das normale Zwerge sind und keine Zwergenveteranen wie vorhin. Ja, das würde einiges erklären. Und da steht wirklich nur ein Zwerg und nicht ein Zwergenveteran. Gut. Dann kommt jetzt der Elfentanz. Zing. So, du geh schon mal da so ungefähr hin. Du stell dich in Schussposition und Feuer. Okay, so wird der Zwergentanz nicht aufgehen, weil Yalin nicht vor Mürben gleich kommt, aber später, später. Wenn es dann noch einen später gibt. Aber schaut gut aus. Gwendolyn trifft fast nie. Oh, Geogon hat mal getroffen. So, du kannst wieder schießen. Oh, warte mal. Dann geh doch mal einen Schritt zurück und schieß dann.
So müsste Jalle gleich rumkommen. 1, 2, 3, 4. Ja, sehr schön. So gehört sich das. Ich freue mich schon so dermaßen auf den nächsten Teil, wenn sie auch schräg schießen können. Also ich glaube zumindest, dass mit dem zweiten Teil kam und nicht erst mit dem dritten. So, du schießt wieder. Jetzt müsst ihr auch eigentlich schon gleich kreischen. Komm schon, irgendjemand, ein guter Treffer. Nicht dich selbst, Gerugon. Er will immer so sehr beeindruckend, da macht er doch das Falsche. Ein Trefferpunkt. Ich sagte einen guten Treffer. Komm, drück. Auf ihn kann man sich wenigstens verlassen. Und nein, ich habe gar keine bevorzugten Charaktere. So, zwei Kriegsbeile, nein. Sechs Abenteuerpunkte, ja. Nee, komm, Gwendolyn ist lieber ein Würselkraut. Da müssen wir nichts riskieren mit Jallen. Ich habe keine Lust, jetzt Wundfieber zu bekommen. Also wir sind zwar technisch gesehen in einer Stadt, aber ich weiß nicht. Wir müssen erstmal den Weg nach draußen wieder finden. Obwohl, warte mal, was sagt die Karte? Wir haben den Weg nach draußen schon gefunden. Außer eine von den Türen war irgendwie blockiert. Die da zum Beispiel. Das teste ich mal ganz kurz aus. Denn wir haben ja keine Astralenergie mehr. Wir sollten schon irgendeine Rückzugsmöglichkeit haben. Nö, Tür ist offen. Geht's hier auch so weit ganz zurück? Vorher ist der Gang eingestürzt. Oh. Wollt ihr euch den Weg freibuddeln? Das könnte eine Menge Arbeit werden. Nein, erstmal nicht. Der Gang hier ist zu. Das ist aber auch neu, oder? Ich guck mal, ob da oben die Statue noch irgendwie von Nutzen sein kann. Die war, glaube ich, hier. Das ist die Ingrim-Statue, wo die Goldmünze untergelegt werden konnte. Du, Ingrims Werk des Baumeisters Werk zu schützen. Standbild eines Mannes, der gerade seinen Hammer hebt. Wollt ihr das Standbild näher betrachten? Ja. Wir wollen ein Goldstück unter den Hammer legen. Der Hammer saust auf das Goldstück und es verschwindet im Inneren der Figur. Zack. Und jetzt wollen wir den Arm... Wir haben ihn das letzte Mal höher gehoben. Was auch immer das bewirkt hat. Vielleicht ja gerade diese Geröllmasse. Jetzt nehmen wir mal den Arm herunter. Ihr hört ein leises Klicken, als ihr den Arm bewegt. Okay. Auch wenn ich es nicht wüsste, wie das eine ganze Lawine wegschaffen könnte. Aber wer weiß. Nö, immer noch da. Na gut, dann müssen wir uns freibuddeln. Einen vollen Tag rackert ihr euch ab, bis der Gang wieder passierbar ist. Oh, weia, die armen Helden. Na komm, da verlassen wir mal ganz kurz die Mine und gönnen uns den Aufenthalt in einem Gasthaus. Vor euch ist der Gang eingestürzt. Wollt ihr euch den Weg freibuddeln? Ja. Noch einen vollen Tag rackern wir uns ab. Bald geht das Essen und Trinken aus. Oh, jetzt ist hier jedes Feld eingestürzt? Ernsthaft? Tag Nummer 3. Tag Nummer 4. Aber wir können den Gang schon sehen. Boah, eine ganze Woche waren wir jetzt fast hier drin. Das ist echt übel. Aber typisch Zwerge, was die Vorsichtsmaßnahmen angeht. Jetzt mir den halben Berg auf uns haben runterkommen lassen. So, wir wollen uns nicht betrinken, nein. Jedenfalls nicht alle von uns. Die meisten würden eigentlich ganz gerne was Gutes essen und einfach nur schlafen. Zurück. Wo ist die nächste Herberge? Da könnte eine sein. Ja, sehr schön. Die Wegesrast. Gute Hausmannskost. Das wird uns reichen. Und eine Suite. Da bleiben wir jetzt doch einfach mal 6 Tage. Talana meditiert noch kurz vorher. So, 15 Punkte. Jautsch. Und schlafen. Und dann könnten wir uns noch nach einem Kräuterhändler umsehen. Aber wir haben nicht mehr wirklich genug Geld für sowas.
Also bis vor kurzem hätten wir einfach gesagt, okay, komm, dann kaufen wir jetzt 10 große Zaubertränke. Dann können wir jetzt so ziemlich alles angehen, was wir wollen. Das können wir jetzt nicht mehr. Wir könnten es nicht mehr einleisten, oder? Guck ich mal kurz. Oh doch, stimmt, wir haben ja was gefunden. Da war ja was. Gut, gut. Dann schauen wir mal nach einem Kräuterhändler. Händler gibt es ja anscheinend. Morka, Sohn des Gruffalm. Nein, wir wollen keinen Waffenhändler. Oder wollen wir einen? 8 Pfeile. 20 Pfeile. Ja, wir wollen doch einen Waffenhändler. Wir haben es uns anders überlegt. Gib uns doch mal 80 davon. Da wird auch nicht gefeilscht. So. 7 Dukaten für Pfeile. Na gut. Hier erstmal alle dahin. Und dann 30, 50, 58. Ja, das ist einigermaßen fair. So, nächster Händler. Hier. Gemischt Waren. Nee, gemischt Waren brauchen wir nicht unbedingt. Hier hätten wir schon mal einen Markttag, was sehr gut ist. Aber da bekommt man seltenst die starken Zaubertränke, nur die normalen. Könnten wir aber noch zurückgreifen. Hat ja Zuffis. Wir würden gerne kaufen. Zaubertrank, 11 Dukaten. Okay. Marktplatz. Kräuterstand. Kaufen. Zaubertrank, 11 Dukaten. Genau das gleiche Angebot wie der Kräuterhändler. Wahrscheinlich hat er einfach nur seinen Tisch nach draußen geschoben. Das wird's wohl sein. Na gut. Dann nehmen wir einfach mal 5 Zaubertränke. Sind nur 50 Astralenergie. Das wird wahrscheinlich noch nicht mal reichen, dass Talana ihren Balken voll füllen kann. Aber es ist eine Art Notfallreserve. Wie genau für den Fall, den wir jetzt hatten. Dass wir nicht mehr genug Astralenergie hatten für ein Transversales. Dafür sollen die dann dienen. Und da feilschen wir auf jeden Fall. 40% Gwendolyn. 35% Gwendolyn. Na also. So, einer von denen kommt schon mal zu den Elfen. So, der Rest kommt zu Talana. 1, 2, 3. Nicht die Welt, aber fürs Erste reicht's. Zurück. So, haben wir noch irgendetwas, was wir kaufen könnten, sollten, müssten, bevor wir wieder runtergehen? Proviant haben wir. Die Wasserbeutel haben wir frisch aufgefüllt. Oh, sie hat gar keinen Wasserbeutel mehr. Er auch nicht. 2 Wasserbeutel fehlen immer noch. Dann brauchen wir also wohl doch einen Krämer. Ja, ich war doch ein wenig voreilig bisher. Krämerstand. Wir hätten gerne 1, 2 Wasserbeutel. Und, sonst nichts. So, raus. Zurück. Ein Wasserbeutel, Georgon. Ein Wasserbeutel, Jallen. So. Jetzt könnten wir eigentlich wieder zurück in die Zwergenmine. Aber wir sollten vorher nochmal abspeichern. Und ich sehe da hinten einen Tempel rauslupen. Ein Ingerim-Tempel in Oberorken, wo es eh schon recht viele Zwerge gibt. Da sollten wir nochmal spenden. 50 Dukaten. Speichern. LP 95 und wir sehen uns gleich wieder.